Wir haben uns getroffen zum ersten Mal und wussten, dass wir zusammen arbeiten wollen. Und ich wusste auch sofort, dass wenn jemand diesen Film machen soll, dann muss es Emily Artef sein. Ich wusste es wirklich gleich. Das ist, klingt ein bisschen kitschig, war aber so. Hier ist die DNA von dieser Geschichte, ist wirklich dieses archaische, fast tierische Begehren. Und obwohl sie sich verbrennen könnte, Maria, sie will das. Sie will diese Grenzen antasten. Die beiden, Maria und Hannah, begegnen sich nicht nur auf einer sexuellen Ebene, sondern eben auch auf einer intellektuellen Ebene über die Literatur. Das Schönste an der Arbeit war ja, dass ich die ganze Gedankenwelt von Maria eigentlich vor mir liegen hatte, weil ich Danielas Buch hatte. Und ich meine, in dem Roman sind wir so viel näher an Maria dran. Es ist natürlich eine Aufgabe, diese Gedankenwelt in den Film zu übersetzen, weil wir können sie nicht hören, wir können nicht ihre Gedanken hören. Und da habe ich aber ganz nah am Buch gearbeitet und bin immer wieder reingegangen in die verschiedenen Szenen, die man ja auch im Roman wiederfindet. Also die Idee davon ist, dass man schon versucht, dass diese Nacktheit durch viele Proben, und wir haben das wirklich lange vorbereitet, dass das so eine Art Kostüm wird, dass das auch, dass man auch weiß, dass das die DNA der Geschichte ist und dass man, wenn man die Dinge so wiederholt, dass es am Ende wirklich eigentlich die Arbeit war, es nicht mechanisch aussehen zu lassen. Here it's a very dramatic end, but for me the end, the last sentence of the film, one day we will stand up and we will tell each other everything, is that shimmer of possibility that she did not break after this trauma.